Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, dass wir den März mit einer neuen frühlingshaften Limited Edition starten. Und welche würde besser passen als die neue Bloom 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 von Essence? Ich glaube, ich habe alle Produkte hier und wir werden sie heute testen. Es ist noch sehr früh, ich rede ein wenig leise, Danny schläft noch. Aber ich dachte mir, wir drehen das Ganze für euch, damit ihr schnellstmöglich den Tee zu der Kollektion haben werdet. Und falls euch irgendwas gefällt, könnt ihr natürlich die Produkte dann auch kaufen. Deswegen mache ich solche Limited Editions Videos super, super gern. Ich habe mit Limited Editions angefangen und deswegen mache ich damit auch weiter. Einfach weil ich weiß, dass da ganz, ganz viele Schätzchen mit drin sind. In diesem Video werden auch zwei Limited Editions so ein bisschen zusammengemischt werden. Und zwar gibt es auch einmal eine neue Pinselkollektion von Essence. Die habe ich auch gekauft und wir werden das Ganze in Kombination testen. Limited Editions sind für mich irgendwie sehr nostalgisch und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche eure absolut liebste Limited Edition von Essence überhaupt war. Vielleicht ist es diese hier, vielleicht habt ihr schon ein anderes Schätzchen bei euch zu Hause. Ich bin gespannt, welche wir finden. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir die Welt und ist für euch nur ein Klick und vielleicht schaffen wir dieses Jahr gemeinsam die 100.000. Das ist mein großes Ziel und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Weg begleitet. Freunde, jetzt fangen wir aber an. Wir haben genug gequatscht. Es ist sehr, sehr früh. Es ist Sonntag. Let's go. Als erstes gibt es aus der Bloom 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 Kollektion ein Healthy Glow Primer Oil. Das soll die Haut pflegen und conditionen, also pflegen. Gibt der Haut einen pflegenden, natürlichen Glow. Okay. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Glow-Primern bzw. mit Öl-Primern, denn viele von euch hatten es mir schon geschrieben, die meisten Öl-Primer können die Foundation, die auf Wasserbasis ist, zersetzen. Und we don't want that. Deswegen nehme ich erstmal nur ein ganz kleines bisschen. Das fühlt sich tatsächlich... Es riecht sehr gut. Sehr, sehr flüssig an. Also es ist nicht so ein super, super dickes Öl, so wie Olivenöl, sondern eher so wie Wasser und das fühlt sich ganz spannend in den Händen an. Ich habe jetzt auch wirklich nur eine ganz, ganz dünne Schicht aufgetragen und die lassen wir auch kurz auf der Haut sitzen, damit sie so ein bisschen von der Haut absorbiert werden kann. Denn wenn ich jetzt sofort mit der Foundation reingehe, habe ich wirklich Angst, dass das die Foundation zersetzt. Ich habe jetzt auch extra eine Foundation genommen, die viel, viel trockener ist. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Giorgio Armani Luminous Silk. Die ist mir persönlich zu dick, zu trocken und zu schwer. Das ist ganz komisch, weil ganz, ganz viele Leute lieben diese Foundation. Ich habe euch da auch schon mal gefragt, ob ihr sie mögt und ob ihr sie gut findet. Und viele von euch haben gesagt, nee, manche finden sie gut. Aber das ist genau das, was ich meine mit manchen Leuten gefällt es, manchen Leuten gefällt es nicht. Und das ist für mich so ein bisschen so... Ich bin gespannt. Also der Duft ist grandios. Die Haut sieht wirklich schön gepflegt aus. Das hat es auf jeden Fall geschafft. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie so ein Langzeitergebnis davon ist. Preislich auch völlig okay. Ich finde, die Limited Edition Preise sind gut. Das ist immer kein Problem. Aber sie sind tatsächlich etwas teurer geworden in den letzten, ja, 2 Jahren, finde ich. Gut, ich nehme jetzt hier erstmal so 2 Pumpstöße aus der versifften Flasche raus. Und nehme jetzt hier so einen Foundation Brush und arbeite ganz leicht erstmal die Foundation auf. Ich möchte heute probieren, dadurch, dass es halt so ein Healthy Glow Look sein soll, auch so einen, ja, frischen Look irgendwie hinzukriegen. Deswegen ein High Coverage Foundation, aber mit einem Pinsel könnt ihr so ein bisschen besser die Dosierung, finde ich, steuern. Und ihr seht, ich kriege so einen leichten Glow auf jeden Fall mit in die Foundation rein. Und bis jetzt sieht es noch nicht so aus, als würde sich das Ganze zersetzen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr Foundation mit Pinseln ein oder mit einem Schwamm? Ich mache eigentlich, ihr wisst es, ich nehme eigentlich immer den Schwamm, weil ich damit die meiste Deckkraft hinkriege. Aber das Ergebnis ist für mich, finde ich, auch schöner. Der Pinsel ist jetzt hier von IT Cosmetics. Gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Und der nimmt die Foundation auch gut auf und gibt sie dann wieder ab. Ich brauche aber, glaube ich, noch ein bisschen. Essence hat auch Pinsel rausgebracht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn ich liebe die Pinsel von Essence. Die sind wirklich günstig und wirklich, wirklich gut. Ich finde generell, Essence müsste dringend ein komplettes Pinselset rausbringen. Ein Standardpinselset, was in jeder Theke steht, dass jeder sie haben kann. Essence, please, we need you. Zum Schluss gehe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen mit meinem Schwamm rüber, einfach um das überschüssige Produkt aufzusaugen und etwas weicher zu verteilen. Und ich finde tatsächlich, dass das schon reicht. Also
Wir haben so ein bisschen Deckkraft im Gesicht, aber es glowt auf jeden Fall extrem gut. Und ich finde nicht, dass das von der Foundation kommt, weil die Foundation ist halt sehr, sehr... Die Moral von der Geschichte, Freunde, was mir gerade auffällt, probiert ein Produkt, wovor ihr Angst habt, für mich jetzt dieses Öl, in Kombination mit einer Foundation, die vielleicht nicht für euch klappt. Und das sieht mega krass aus. Als Concealer, keine Frage, Tarte Shape Tape, das mache ich einmal kurz im Schnelldurchlauf für euch und dann geht's weiter mit dem Pinseln. Okay, Freunde, ich habe Concealer einmal aufgetragen und ich möchte jetzt ein bisschen setten, denn das sieht wirklich sehr, 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 sehr glowy aus. Und dazu benutze ich von Charlotte Tilbury dieses Puder. Ich habe mir das neu gekauft, weil ich es jetzt testen musste. Und ich habe es euch noch nicht gezeigt, weil es ist so verdammt teuer, dass es einfach eine Unverschämtheit ist. Aber ich teste es. Und ich teste es wirklich jetzt schon seit fast 2 Wochen. Ich hatte das mit dem Urlaub und ich werde mich dazu auch noch äußern. Ich nehme jetzt hier aber von dieser Essence Brush Collection den Puderpinsel, diesen großen hier, gerne in mein Puder rein. Und sette dann das Make-up nur ganz, ganz leicht. Und das ist synthetisches Haar, also das ist Plastik. Aber es greift das Produkt gut auf. Und ich mattiere erstmal eine Seite ab, damit ihr so einen leichten Unterschied sehen könnt. Foundation sieht immer noch gut aus. Okay, der Pinsel funktioniert auf jeden Fall gut. Die Borsten sind ein bisschen spitz. Nicht schlimm, aber ich glaube, wenn man den ein-, zweimal benutzt, dann wird der auch weicher, wenn die Haare sich so ein bisschen angepasst haben. Gefällt mir aber ganz gut und für den Preis völlig in Ordnung. Jetzt noch einmal kurz mit Baking-Puder unter meine Augen, einfach um das hier so ein bisschen aufzuhellen. Und wir machen weiter, denn es gibt 2 ganz spannende Produkte. Ich habe hier einmal den Blush-Lighter und den Baked-Highlighter. Ich zeige euch mal die Farbe kurz. Das ist einmal dieses Schätzchen hier. Das ist ein Metallic Blush Highlighter mit einer seidig weichen Textur. Sieht einmal so aus. Und die Farbe ist jetzt in der Kamera, sieht sie heller aus, so, weil das Licht drauf scheint, als so. Das, was ihr jetzt seht, ist die Farbe. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich nehme jetzt einfach diesen anderen Pinsel, der in der Kollektion dabei war. Hier stehen leider keine Nummern mit drauf. Gehe hier rein. Okay. Ich klopfe mal ein bisschen ab. Und dann presse ich mir das hier so ein bisschen auf meine Apfelbäckchen. Vielleicht wird es ein kleiner Frühlingslook. Frisch und sommerlich und weich. Nicht so viel Bronzer, eigentlich gar keinen bis jetzt. Schön viel Blush hier auf meine Apfelbäckchen, auf mein Näschen. Also Metallic würde ich ihn jetzt nicht nennen. Er ist, ja wobei, er hat so einen Schimmer, ne? Also er hat auf jeden Fall Schimmer, er ist nicht matt. Ihr könnt es sehen am Finger. Er ist, na doch, also auf dem Finger sieht er metallisch. Krass, auf dem Finger ist er metallisch, auf der Hand ist es aber ein schöner Blush. Okay, crazy. Also ich liebe Schimmerblushes. Ich mag das gerne. Jetzt hier habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ne? Also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo von diesem leichten Rot es auf einmal metallic ist. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Aber wer so einen schönen leichten Glow haben will, cool. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir nehmen auch gleich noch den Highlighter und den finde ich sehr, sehr schön. Dieses Pressing hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist so ein Blümchen, so eine Rose, Pfingstrose, glaube ich. Erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, den Highlighter von Lancôme. Ist ein gebackener Highlighter mit super softer Textur für einen atemberaubenden Glow. Okay, let's try this. Ich nehme einfach hier so einen Pinsel von Jeffree Star und Morphe. Gehe hier einmal rein und dann... Okay. Also das ist ein pinker Highlighter. So ein pinker, irisierender Highlighter. Wenn ich jetzt Solo sage, werde ich wieder in den Kommentaren zerstört. Living, Freunde. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von bunten Highlightern, ne? Aber das ist schön. Der ist richtig krass. Das ist so ein, ja, auch so ein Festival-Highlighter, finde ich. Okay, also diese Base-Produkte, richtig gut. Meine Foundation sieht grandios aus. Mein Blush, mein Highlighter, living. Krass, Essence. Das ist das, was ich meine. Essence wird immer, immer besser. Und ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Beim selben Preis, vielleicht 1 Euro mehr, zahle ich gerne, wenn das das Ergebnis ist. Ich konturiere jetzt einmal noch mal ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie ein kleiner Pfannkuchen im Gesicht. Und gehe hier so ein bisschen lang und tue so, als hätte ich viel Wasser getrunken und nicht so viel Chips gegessen gestern Abend. Aber viel hilft es nicht. Ihr habt es in den letzten Wochen schon mitbekommen. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so ein Fan von Augenbrauen machen. Und ich weiß nicht, was da bei mir los ist. Ich benutze eigentlich im Moment nur noch von Tarte diesen Stift. Und gehe ganz leicht hier lang, hier unten, hier hinten und hier hinten.
und fülle das Ganze so ein bisschen auf. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass ich die Augenbrauen hinten abrasiert hatte und ich jetzt eine neue Form habe, die besser zu meinem Gesicht passt und ich zufriedener mit der Form bin. Weil ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mir die Augenbrauen zu zupfen, mit 12 oder so. Das ist Dekaden her. Und jetzt haben sich meine Augenbrauen in die Richtung begeben, wo die Natur sie mir geschenkt hat. Klingt wahrscheinlich total bekloppt. Seitdem mache ich meine Augenbrauen viel, viel weniger. Klatsche sie mir nicht mehr so voll und lasse sie etwas natürlicher. Freunde, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wenn wir hier 10 Minuten über Geschenke der Natur an meine Augenbrauen gesprochen haben, zu einem Produkt, weswegen wir alle hier sind. Und das ist die Lidschattenpalette. Das ist die Bloom Baby Bloom Eyeshadow Palette. Und das finde ich ganz spannend, denn ihr könnt es nicht erkennen, vielleicht schon. Diese Reihen hier sind einzeln in diese Palette gesteckt. Ganz spannend. Also es sind nicht diese Fännchen, die in diese Pappe geklebt werden, sondern das ist einmal so eine Plastikreihe an Farbe, die hier drin ist. Als könnte man so Memory spielen. Nicht Memory, wie heißt das Spiel? Naja, also das sieht nicht aus wie normal. Schaut es euch im Laden an, ich kann es euch nicht erklären. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Farben. Ich habe schon mal so ein paar geswatcht. Ganz spannend finde ich hier diesen Metallic-Ton. Das ist ein richtig krasser Glitzerton. Also eine sehr, sehr frische, frühlingshafte Palette. Und ich glaube, wir machen auch einen sehr, sehr leichten, frischen Look heute. Und da fülle ich euch ein Stückchen näher ran. Jetzt könnt ihr die Base auch gut erkennen. Ich glaube, ich werde heute sehr, sehr schlicht mit dem Look. Ich gehe als erstes in die Farbe, weiß ich nicht, in diese hier. Und die sieht eher so ein bisschen seidig. Wow, okay. Vielleicht wird es doch kein schwacher Look. Die sieht so ein bisschen seidig schimmernd aus. Die presse ich mir mit diesem kleinen Pinsel hier hin und arbeite mir die so ein bisschen in die Lidfalte. Ich weiß nicht, ob man diesen leichten Schimmer drin sieht oder ob die nur im Fännchen so aussieht. Krass. Ich weiß nicht, was die Palette kostet. 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro. Ich blende es euch ein. Fertig. Also nicht ganz, ne? Aber schon. Aber die Base ist so schön. Seht ihr diesen Glow auf der Haut? Das habe ich nicht von der Foundation. Das ist dieses Ölding. Okay, das ging sehr, sehr schnell. Ich wollte so ein bisschen monochrom gehen. Nicht monoton, sondern monochrom. Und ich nehme jetzt den sauberen Pinsel, gehe ganz leicht da rein, einfach um so ein bisschen Pigment dran zu haben. Und dann blende ich einfach die Kante hier aus. So, so ein richtig monochromer, eine Farbe. Ich liebe diese eine Farbe-Looks im Moment total gerne. Das ist für mich irgendwie so ein schöner Frühlings-Sommer-Look. Eine Farbe aufs Auge. Fertig. Vielleicht noch eine zweite Schimmerfarbe. Ich mag es aber ganz gerne, wenn es ja wirklich nur eine Farbe ist. Nur eine Farbe. Und einen schönen Lippenstift, schöne Lashes, schöne Haut. Raus. Meine Oma würde jetzt einen Spruch sagen, ich habe ihn gerade vergessen. Sachte. Mit Gemach. Ne? Oder das passt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, manchmal weniger ist mehr, Freunde. Weniger ist mehr. Okay, das ging richtig, richtig gut. Ich kann hier noch so ein bisschen verblenden. Aber so fürs Erste war das einfach. Also ich habe ja jetzt hier nicht kein Hexenwerk gemacht. Wenn wir jetzt die Farbe komplett außerdem noch geben würden, dann hätten wir diesen Monochrom-Look. Aber wenn ich jetzt hier mit einer Farbe eine Lidschattenpalette review, dann werde ich von euch in den Kommentaren gelünscht. Deswegen gehe ich jetzt mit meinem Finger in dieses Pink hier. Und das ist butterweich. Und ihr könnt sehen, es hat so einen schönen Reflex. Und das presse ich mir auf mein Lid. Das ist ein bisschen heller. Aber trotzdem ist das noch dieser monochrome Look crazy. Sehe ich schon aus wie eine kleine Frühlingsblume. Frisch und sommerlich. Eine Frühlingsblume im Sommer. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Also das ist ja wirklich ein schlichter Look, der aber trotzdem aussagt, hey, ich bin gesund, ich sehe gut aus. Lädst du mich auf einen Kaffee ein? Deswegen machen wir gleich weiter. Ich nehme auch den Rest, den ich am Pinsel habe, und gehe hier unten nochmal so ein bisschen lang. Und ihr könnt sehen, also es ist auf jeden Fall viel Pigment vorhanden, gibt das Pigment auch gut ab. Was ich mir auch schön vorstellen könnte, ist diese Farbkombination hier. Das sieht in der Kamera anders aus als, ist ganz komisch. Das ist so ein Peach. Diese Farben hier irgendwie zusammen, ein schöner Peach-Look, ein schöner Peach-Lippenstift, und ihr seht aus wie ein kleiner Pfirsich. Jetzt sehe ich eher so ein bisschen aus wie Hamburg St. Pauli, aber I'm living. Für mein Inner Corner nehme ich diese Farbe hier unten, und das ist tatsächlich wie ein Spiegel. Super intensiv. Also das ist eines der krassesten Inner Corner Highlights, die ich kenne. Ich habe es ja gestern schon geswatcht, und das ist wirklich purer Spiegel. Schaut euch das an. Das öffnet das Auge einfach nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und finde ich richtig, richtig schön. Ich nehme jetzt auch denselben Pinsel nochmal, gehe nochmal in die Farbe hier oben und gehe hier nochmal lang.
Und würde sagen, der Augenlook ist fertig. Jetzt seid ihr so schön nah dran und wir können auch gleich noch was auf die Lippen machen. Und das ist ein Nektar Lipgloss mit Jojobaöl in der Farbe Hibis Kiss. Was ich ganz süß fand, ist, es gab auf dem Aufsteller auch Blumensamen. Die waren gratis. Gab es natürlich leider nicht mehr, weil wenn etwas gratis ist, kommen alle sofort und nehmen sich alles weg. Das ist aber ein sehr, sehr großes Füßchen. Wow. Okay, Freunde, macht das Video gleich aus, zieht euch wieder an und rennt. Rennt zu Rossmann, DM, Müller oder sonst was und holt euch diesen Gloss. Das sieht aus wie von Lime Crime, dieser Cherry Gloss. Ich finde besser. Nicht so schmierig. Freunde, das war ein Treffer. Jedes Produkt. Ich liebe diesen Glow Highlighter. Ich liebe diesen Blush. Ich liebe diesen Augenlook. Ihr könnt auf dieser Entfernung, ich bin jetzt wirklich extra weit weggegangen, das Inner Corner sehen. Und der Lipgloss? Was soll ich noch sagen? Freunde, 100 Punkte für Essence diesmal. Das ist die beste Limited Edition, die ich dieses Jahr getestet habe. Bis jetzt. Da hat jedes Produkt, wirklich jedes Produkt funktioniert, was selten ist. Wir kennen es immer so, manchmal ist ein Produkt wow und ein Produkt ist eher so. Ihr müsst aufpassen mit dem Blush, es wird nicht für jede Hautfarbe funktionieren. Solltet ihr die Hautfarbe haben wie mein Hintergrund. Schwierig. Solltet ihr die Hautfarbe haben wie der Hintergrund, könnte es funktionieren. Freunde, ich verabschiede mich. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal.